Hallo und willkommen zu einem etwas anderen Video. Denn ich habe vor kurzem dieses schöne Spiel wiedergefunden in meinem Schrank ganz weit hinten. Das sich da nennt Yu-Gi-Oh! Power of Chaos, Joey the Passion. Ich denke mal, Yu-Gi-Oh! Sollte den meisten ein Begriff sein, für diejenigen, die es nicht wissen. Es ist ein Kartenspiel. Wie ihr seht, haben wir lauter schöne Karten. Da geht es das Monster, Karten gegen andere Monsterkarten. Kämpfen und dazu gibt es noch ein paar Zauberkarten und Fallenkarten. Ich habe hier noch nicht alle freigeschaltet, ein bisschen habe ich schon gespielt. Und ich sag mal so, für ein paar Stunden macht das schon Spaß. Und wir machen mal ein Match-Duell. Komm schon! Ich nehme es überall zu jeder Zeit mit dir auf. Damit ihr seht, wie billig dieses Spiel eigentlich gemacht wurde. Am Anfang muss man dann hier die Wand wählen. Nimm mal die. Gewonnen. Na, dann fange ich auch mal an. So entscheidet sich halt, wer anfängt. Das Deck kann man sich selber aus den zur Verfügung stehenden Karten zusammenstellen. Und ab und zu labert dann unser Gegner, der Computer, alias Joey, irgendein Scheiß dagegen. Aber ich lasse mich mal ein bisschen eingewendet. Ihr könnt dann lesen, was diese Karte kann. Ich weiß, ich erkläre es dann, wenn ich sie aktiviere. Ich glaube, es ist am einfachsten, oder? Ja, man hat diese Phasen. Also einmal Ziehphase. Hier greift ja gerade unser Nimblemonger an. Kriege ich die Phase gleich nochmal. Ja, möchte ich. Denn das ist seine Eigenschaft. Platziert. Nach seinem Tod. Ich mache einfach weiter und setze diese Karte. Ein kleiner Tipp. Pass besser auf, denn diese Karte ist eine Falle. Das meinte ich. Dieses Gelaber. Ich ist immer dieselben Sprüche. Das nervt mit der Zeit ein bisschen. Man kann das aber auch nirgendwo ausstellen. So, nochmal zur Erklärung dieser Karte. Wenn die angegriffen wird und auf dem Friedhof dadurch kommt, dann gibt sie einem erstmal 1000 Lebenspunkte und einmal kann sie alle Karten, die sich noch von dieser Sorte, also Nimble Momonga, beziehungsweise Flinke Momonga, im Deck befinden. Alle hier drauf hat man 3, kommen dann hier noch 2 dazu, man 4, kommen hier 3 hin, weil eine liegt dann hier schon. So. Wir sind jetzt dran. Er hat hier ein schön starkes Monster, das keine Fähigkeit allerdings hat. Was jetzt nicht so prickelnd ist. Ich mache erstmal auf Verteidigung. Guck, was er danach macht. Achso, das war jetzt Zugphase. Genau diese Karte. Hier SP, ich habe keine Ahnung. Ich biete mein Monster als Tribut. Das vergeht dir gleich, das hätte man auch weglassen können, dann gleich zum Main Phase 1 gehen können. Und leider hat er jetzt ein beschworenes Monster, das allerdings nicht so stark ist. Und die extra Fähigkeit dieser Karte ist, wir können uns jetzt eine vom Friedhof aussuchen, die eine Defense von 1500 oder weniger hat. Und da können wir uns was Schönes aussuchen, nämlich diese. Ich beende meinen Zug. Naja, es lohnt noch nicht. Ich aktiviere mal die schöne Kaiserin Mantis und dafür müssen wir ein Tribut. Du planst eine Tributbeschwörung? Yay. Aber die wird sehr schön mit dem Feind da fertig. Ich hoffe, dass eine Falle nichts Böses ist. Nein, sehr gut. Und schon sind wir einen Gegner los. Beziehungsweise eines seiner Monster. Und er ist dran mit Ziehen. Hier ist Standby-Phase. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Ich beende meinen Zug. Da guckt Standby-Phase und dann gleich zur Main-Phase. Also irgendwie. Ich habe keinen Plan. Ob es da irgendeine Karte gibt, die diese Standby-Phase irgendwie ausnutzt. Ja, doch, gibt's. Stimmt, ich habe eine sogar. Aber man hätte das auch so machen können, dass es einfach bei der Dorfphase wirkt. Es ist trotzdem überflüssig. So, die aktivieren wir sofort.
Ich aktiviere meine Zauberkarte. Ah, jetzt. Schade. Naja. Nein, möchte ich nicht. Hier, das zerstört unsere Zauberkarten. Einfach zu erklären. Hat man ja gesehen. Die hätte uns einfach bei jedem Mal, wenn ein Monster vom Friedhof wiederbelebt wird, bei uns, einfach eine neue Karte gegeben. Ganz nett, aber ist jetzt auch nicht tragisch, dass die weg ist. So, auf Battlefase gehen. Angreifen. Nein, oh nein. Dein Angriff hat meinen Effekt ausgelöst. Ja, dieses Scheißding. Karten werden zurückgelegt, die Monster, und man muss zufällig einziehen. Was erscheint, wird dann beschworen. Und leider war nur ein Level 4 Monster. Denn alle anderen werden hier raufgelegt. Nur Level 4 und runter. Und jetzt haben wir diesen Scheiß hier in Verteidigungsposition liegen und können nichts weiter beschwören. Aber damit wir nicht schutzlos sind, nutze ich jetzt das hier. Dann können wir uns vom Friedhof eine Karte wiederbeleben. Dann nehmen wir natürlich. Okay, die Kaiserin Mantis ist nicht dabei. So. Eine Monsterkarte. Das ist doch eine Monsterkarte. Wieso ist jetzt die Kaiserin Mantis nicht dabei? Ach. Kann sein, dass sie vernichtet wurde und nicht auf den Friedhof gelegt. Naja. Nehmen wir die Slotmaschine. Nein, das möchte ich natürlich nicht auflösen. Ich habe das selber gemacht. Was? Kann doch nicht Wir können auch auslegen, wie sie beschworen wird. Das ist auch immer praktisch. So. Mal gucken, was er jetzt macht. Aha. Er wird die Karte vernichten. Ich beende meinen Zug. Ach ja. Jetzt setze ich mal die dazu. Halt, ich kann ja noch eine aktivieren. Machen wir die mal kaputt damit. Nein. Dies Nachgefragt ist nicht mal nervig. Und dann gleich mal an. Nein, möchte ich nicht. Nicht schlecht. Aber mit diesen lahmen Angriffen wirst du mich niemals schlagen. Genau. Das sagt er auch jedes Mal, wenn er einen Treffer kriegt. Dann gibt es noch zwei andere Sprüche, die er noch sagen kann. Aber es sind wirklich nur drei Sprüche und dann war es das. Ach, wie ich das jetzt ständig nachfrage. Eine Falle? Und wir wählen uns diese aus. Was? Kann doch nicht Über sein. Den Angriffsposition gesprochen. Ich beende meinen Zug. Ihr seht, die Musik wird auch schneller. Ich habe gerade versucht, den hier zu beschwören. Nein, machen wir erst in der nächsten Main-Phase. Nein. Ich will hier schon aktivieren. Das Ding oder was? Kloppt. Nein! Alter! Nerv mich nicht. Nicht schlecht. Aber mit diesen lahmen Angriffen wirst du mich niemals schlagen. Hier ist nichts zum Aktivieren. Lass den Scheiß. Ach, ich muss mir schnell was einfallen lassen. Gleich habe ich keine Wahl mehr. Ja, gleich hast du keine Wahl mehr. Die geht jetzt nämlich in Verteidigungsposition automatisch, nachdem sie angegriffen hat. Und wir aktivieren jetzt diese Tributkarte. Du planst eine Tributbeschwörung? Die wird leider zwei opfern müssen. So. Und so haben wir diese Runde mehr Schaden gemacht und haben jetzt ein starkes Monster da. Ja, aber der hat die Runde schon praktisch verloren. Ein kleiner Tipp. Pass besser auf, denn diese Karte ist eine Falle. Ich beende meinen Zug. Na komm. Das ist jetzt unpraktisch. Da setze ich nichts. Du greifst mal das Monster an. Nein! Flip! Alter Schwede. Ach nee, nicht das Ding. Scheiße. Dein Angriff hat meinen Effekt ausgelöst.
Ja, die Runde wird sich noch ein bisschen ziehen. Tut mir leid. Dank diesem scheiß Vieh, das erlaubt, jedes Mal, wenn es aufgedeckt wird, dem Gegner zwei Karten wieder auf die Hand zu geben. Also zwei Monster, die da liegen. Das ist zum Kotzen. Ich aktiviere meine Zauberkarte! Naja, lohnt nicht. Was? Kann doch nicht sein! Ja, haben auch mal das schöne Ding besitzt. Na los, was Schwaches, sehr schön. Wir können kein Monster setzen für die Bombe. Ich beende meinen Zug. Ach, natürlich, und wir kriegen so einen Scheiß hier. Mal die Karte kaputt da. Ah, sehr gut, dass wir die kaputt gemacht haben. Die ist nervig. Hier sind nämlich vier Token, sogenannte Token hier hin. Okay. Wenn er es platt machen muss. Damit hast du den Sieg in der Tasche. Ich bin und der beschwört der Kampf. Tribut. Ja. Ach nee. Also jetzt wird's doch ein bisschen übel. Ja, so sicher kann man sich sein, dass man gewinnt. Ich beende meinen Zug. Wenn wir jetzt keine Monsterkarten kriegen, hat er gewonnen. Na, wir können die setzen, aber es wird uns nicht lange nützen. Wir können diese Karte da nicht loswerden. Also sein Monster. Na, wenigstens das. Nur eine Runde kein Schaden. Puh, Mann, das war knapp. Zu knapp. Könnte ruhig öfter so gehen. Aber leider ist diese Karte weg. Mist. Ich beende meinen Zug. Scheiß. Oh ja. Wir machen erstmal die Karte da weg. Ich weiß nicht, was er da hat. Ha! Das, was wir jetzt setzen, hat er da gehabt. Und das werdet ihr gleich sehen, wenn ein Monster beschwört. Du bist mir direkt in die Falle gegangen. Ich aktiviere mystischer Raumtaifun. Naja, leck mich. Legt uns die Falle auf den Dings und beschwört ein Monster, war so klar. Wir haben verloren. Ja, mach hinne. Nächste Runde überleben wir nicht mehr. Ich bezweifle, dass er dann noch ein Monster beschwört. Ich mach weiter und setze diese Karte. Ein kleiner Tipp? Pass besser auf, denn diese Karte ist eine Falle. Er hat ja keins mehr. Keine Karte auf Land. Ich beende meinen Zug. Wieder nur Beschwörungsviecher. Nein, doch nicht. Na gut, dann setzen wir diese mal. Ich aktiviere meine Zauberkarte. Oh, leck mich. Keine Chance. Das ist echt krass gerade. Puh, Mann, das war knapp. Zu knapp. Ich glaube, wenn ich das so sehe, dann muss ich das Deck unbedingt umstellen. Viel weniger Beschwörungsviecher. Nein, das möchte ich nicht speichern. So, dann nehmen wir mal den ganzen Beschwörungsscheiß raus hier. Buster Blade behalten wir als einzige drin. Welche muss man dann beschwören? Diese. Weg. Der ist ein Beschwörung. Na gut, die Mantis behalten wir auch nochmal drin. Dann wird 3 nur. Dann kriegen wir die nicht dauernd auf die Scheißhand, wenn wir Monster brauchen. Ist echt zum Kotzen, das gerade dann. Hier, 3 Karten sind das nur eigentlich. Und noch 3 drin, also 6 Karten. Wir haben nur die gekriegt. Kein nur ein einziges zum Beschweren, also irgendwie ist das ein bisschen dumm und mies. Da finden wir keine Karte und die beiden Monsterkarten rein. So.
ziemlich ausgeglichen sein. Wenn man das auf diese Art macht. Damit beide dieselben Anzahl von Karten haben. Na. Aber nur Monster diesmal. Naja, nicht schlecht. Ach ja, es. Manchmal frage ich mich echt. Warum? Ich mach einfach weiter und setze diese Karte. Ein kleiner Tipp. Pass besser auf, denn diese Karte ist eine Falle. Ich beende meinen Zug. Manchmal denke ich mir, dass der Schwierigkeitsgrad darin nicht, dass man einfach die schlechteren Karten als das Gegenüber bekommt. Ich meine, wir haben richtig gute Karten da drin, aber wir ziehen sie nicht. Ja, das war eine scheiß Karte da. Geschwächt. Aber wir werden trotzdem keine gute Karte. Ich beende meinen Zug. Ja, wenigstens was. Dann setze ich die mal und versuche sie zu aktivieren, falls er nicht zufällig da wieder so ein Taifun oder so ein Scheiß hat. Dass uns das wieder kaputt macht. Das kann nicht sein! Eine Falle? Ja, wir konnten sie aktivieren. Ich beende meinen Zug. Vernichtet nämlich alle Viecher, die irgendwie beschworen werden. So. Und dagegen. Guck mal. Ja, ich darf sogar angreifen. Nicht schlecht. Aber mit diesen lahmen Angriffen wirst du mich niemals schlagen. Ja, den Satz kennen wir schon. Danke, dass du ihn uns nochmal aufgesagt hast. Ich beende meinen Zug. Oh, ja, toll, dass du es tust. Hä? Aktivieren wir nochmal das Ding. Nein! Ah, ich habe eine Karte beschwören können. Das war mein Fehler. Wie viel Beteiligung hat er? Wenig. Dann machen wir so einen Angriffsmodus. So. Haben wir einmal 1700 Schaden verschenkt. Das wird sich noch rächen. Ich beende meinen Zug. Ja, wenn ich jetzt verliere, dann bin ich echt selber schuld. Na gut, machen wir mal eine kleine Spielerei. Und klauen uns sein Monster. Oh, das klappt sogar. Du planst eine Tributbeschwörung? Ja, sein Monster kann mir sehr gut auffallen. Wollen wir keins von einem unseren nehmen. Und greifen wir an. Nicht schlecht. Aber mit diesen lahmen Angriffen wirst du mich niemals schlagen. Ja. Nochmal. Puh. Mann, das war knapp. Zu knapp. Da seht ihr den anderen Satz, den er noch aufsagen kann. Ist das nicht toll? Ich bin so begeistert davon. Ja, setz eine verdeckt. Ich mach einfach weiter und setze diese Karte. Oh. Ein kleiner Tipp? Pass besser auf, denn diese Karte ist eine Falle. Ja, sag bloß. Hätte ich nie erwartet, dass verdeckt liegende Karten da oben eine Falle sein könnten. Okay, wir haben kein Monster gekriegt. Mantis will ich noch nicht benutzen. Und? Sündenbock? Nein, doch nicht. Wow, wir haben ihn mal besiegt. Okay. Das meine ich, das war jetzt irgendwie leicht. Ah, wir lassen das Deck mal so. Okay, mal gucken. Ah. Na toll. Ich mach einfach weiter und setze diese Karte. Ein kleiner Tipp? Pass besser auf, denn diese Karte ist eine Falle. Ich hätte den Nimble-Momonga gut gebrauchen können. Ich beende meinen Zug. Na,
leider ist es nicht. Wir ersetzen den. Und das. Na, womit kommen wir jetzt an? Oh, aktivieren wir mal die hier. Das sieht übel aus. Die vernichtet nämlich alle Karten des letztgesetzten Monsters. Deck. Beziehungsweise liegt ja auf dem Friedhof. Dank unserem kleinen Freund hier dürfen wir uns wieder eine Karte aussuchen. Oh, was nehmen wir denn? Nehmen wir mal ihn hier. Ja, danke. Eigentlich ist das Scheißding im Verteidigungsmodus. Na, jetzt kriegen wir den nochmal ab. Ja, toll. Bis dahin kann er die nicht beschwören. Erstmal das Ding loswerden. Und Ende. Okay. Na, damit hast du den Sieg in der Tasche. Ich biete mein Monster als Tribut. Leck mich doch am Arsch. Ich beende meinen Zug. Na, was kriegen wir Schönes? Jetzt nur gleich mal. Hoffentlich ist das Glück auf meiner Seite. Mist. Ich aktiviere anmutiger Würfel. Warum kann er den aktivieren? Das verstehe ich nicht an dem Spiel. Warum kann er diesen Scheiß aktivieren? Dass eigentlich diese Zauberkarten vernichtet. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es absolut nicht. Das ist so sinnlos im Prinzip. Ich habe keine Ahnung, nach welchen Scheißregeln das möglich ist. Ja. Bleibt mich dann so wie jetzt, das so zu machen. Weil jetzt kann er noch ein Monster setzen und dann sind wir wieder dran. Also irgendwie. Ich komme zu nix. Ja, das wissen wir, dass da keine mehr drin sind. Wir haben diese Runde verloren, kann ich jetzt schon sagen. Eben haben wir zu viel Beschwörungsfläche gekriegt und jetzt haben wir nur das eine. Irgendwie ist das ein bisschen, naja. Ich meine, ich kann mir den jetzt einen Nutzen machen und... Aber, wozu? Na, werde ich wenigstens ein... Eine Karte los, die mich angreifen könnte. Dann überleben wir wenigstens noch eine Runde länger. Dann kann ich noch ein Monster aussuchen. Natürlich. Natürlich hat er diese Scheißkarte, die 100 mehr hat. Ich sag ja irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwas stimmt da nicht mit dem Zufallsgenerator. Ich hab das extra so gemacht. Eine Runde gewinnt der, die anderen. Alle anderen, oder was? Und jetzt sind wir verloren und tot. Nee, weiß auch nicht. Nein, möchte ich nicht speichern. So. Pass auf, Kumpel. Du musst dich mehr engagieren und dich in dein Deck hineinversetzen. Am Ende. Wenn du das Wesen der Karten kennst, wirst du auch gewinnen. Man kann es leider nicht abbrechen. Tut mir leid. So. Damit ist diese kleine Vorstellung von Yu-Gi-Oh! Power of Chaos. Joey the Passion.
zu Ende. Hier sehe ich noch die Kartenliste. So viel habe ich davon schon freigeschaltet. Ist das nicht toll? Ist das nicht super? Gettet beim Ende. Könnt ihr mal sehen. Na gut. Dann bis zum nächsten Mal. Naja, das werde ich nicht mehr zeigen. Also, keine Ahnung. Bis zum nächsten Mal von irgendwas. Tschüss.